Du hast mehr als einen Hund und verhedderst dich ständig mit den Leinen. Das hat bald ein Ende. Ich zeig dir wie. Go! Die Leinenführigkeit zu trainieren mit einem Hund ist schon ganz schön schwierig. Und jetzt hast du drei an der Leine und guck dir das Kuddelmuddel an. Du weißt nicht, wohin mit dir und mit den Hunden. Der eine läuft links, der andere läuft rechts. Der eine hopst, der andere sitzt. Es ist doch ein Drama, oder? Eigentlich gar nicht. Du musst nur ein System entwickeln. Und im Laufe der Zeit habe ich hier ein ganz gutes System entwickelt und ich möchte es dir verraten. Zunächst natürlich erstmal muss man klären, was ist wichtig beim Leinelaufen, beim vernünftigen Leinelaufen. Du brauchst erstmal einen Leitwolf, auf den du dich verlassen kannst. Bei mir ist es Rocky, das ist der Älteste und mit dem habe ich einfach die Leinenführigkeit auch schon mal am meisten trainiert. Er weiß, wie der Hase läuft und er spielt gerade mit einer Hummel. So, komm mal her, lass mal die Hummel Hummel sein, jawohl. So, wenn du jetzt so einen Leitwolf hast und einen Hund, auf den du dich gut verlassen kannst, dann hast du ja in dem Fall nur noch zwei Hunde an der Leine, also bei mir zumindest, weil ich ja drei habe. Wenn du zwei Hunde hast und hast einen Leitwolf, umso besser. Dann kannst du dich nämlich immer gut auf einen Hund konzentrieren. Ich muss mich immer noch ein bisschen mehr auf Silver und auf Theo konzentrieren, weil Silver immer noch ganz gerne zieht, weil er im Zughundesport aktiv ist und daher ein bisschen mehr Wumms hat, auch mit der Leinenführigkeit, dann dementsprechend ein bisschen schwieriger ist. Und er sieht noch eine Hummel und findet halt noch die Hummel ganz toll und spannend. Und da muss man halt immer doppelt und dreifach gucken. Aber das weißt du sicherlich auch, wenn du mehr als einen Hund hast. Aber da reicht auch schon ein Hund, damit man da manchmal schon an seine Grenzen kommt. So, setz dich mal bitte hin. Danke. Jetzt hast du es wieder, ja, dieses Leinenkuddelmuddel da. Er sitzt auf, Silver sitzt auf Rockys Leine, der Kleine. Der hat sich selbst so verdreht. So, da sage ich dir jetzt erstmal, auf was du achten musst. Wähle einfach eine Leinenlänge, die nicht ganz so lang ist. Also immer schön, umso kürzer du die Hunde hältst, umso weniger können die sich verhakeln. Noch weniger können sie sich mit dem Geschirr verheddern, aber ich mag halt das Halsband lieber. Deshalb zeige ich es dir heute am Halsband. So, du hast jetzt hier die Leine ein bisschen kürzer. Silver, guck mal hier. Jawohl, und das machst du jetzt praktisch mit allen Leinen, alles ein bisschen kürzer. Bei diesem Schmuddelwetter mag ich auch das biotane Material ganz gerne, das kann man schnell abwischen, es wird nicht so ekelig und die Leinen werden nicht schwerer. Genau, und jetzt siehst du wieder, einer macht irgendwie einen Quatsch und der andere macht den Quatsch nach und Rocky ist ja der, auf den man sich verlassen kann. Ich fütter ihn, die anderen werden so ein bisschen, tja, abgelenkt. Ja, da brauche ich jetzt nicht großartig mit Kommandos kommen, Sitzplatz, nein, aus. Braucht man nicht. Einfach dem Hund zeigen, was du willst. Ja, sonst fühlt sich immer der Falsche angesprochen. Wenn ich jetzt Theo sage, pass auf, du kannst es nicht machen, du darfst es jetzt nicht machen, naja, dann ist da gleich mein Sensibelchen Rocky angesprochen und das ist dann auch nicht ja, Sinn der Sache. So, denn was ich dir empfehlen kann, such dir noch eine Seite aus, auf der dein Hund läuft. Wenn du zwei Hunde hast, ist es einfacher zu koordinieren, wenn du praktisch die Hunde auf einer Seite hast, als wenn du die Hunde links und rechts und vor und hinter hast. So, jetzt hast du dich für eine Leinenlänge entschieden. Jetzt empfehle ich dir bei zwei Hunden eine Seite auszuwählen, auf der der Hund laufen soll. Bei drei Hunden ist das eigentlich so schier unmöglich. Da ist es mir nur wichtig, die ziehen nicht an der Leine. Sprich, die Seite ist mir relativ egal. Umso weniger kommen die sich auch untereinander in die Quere. Also Rocky läuft meistens links und die anderen laufen meistens rechts. Auf Rocky muss ich nicht so gucken und deshalb ist meine Tendenz dann immer nach rechts. Ist auch der stärkere Arm. Also zwei Hunde rechts, ein Hund links. Rocky kann ich so ein bisschen auch außen vor lassen. Ja, und dann gehen wir mal ein Stück. Kommst du mit? Wenn ich umdrehen will, dann drehe ich um. Ja, da gibt es jetzt nicht großartig Kommandos. Weiter. Jawohl. So, und du siehst schon wieder hier Kuddelmuddel hin und her. Und jetzt zeige ich dir natürlich hier auch meinen Geheimtipp. Und zwar, du siehst schon, ich habe hier einen Gürtel um.
der ist echt, echt super. Das heißt, Rocky zum Beispiel, auf den muss ich mich ja nicht so konzentrieren. Der kann hier laufen, der ist am Gürtel. Und die beiden hier, guck mal her, dass sich das hier nicht mehr verdreht. Du nimmst ein Stück Kurzleine oder Theo hat mir den Gefallen getan und irgendwann mal eine Leine zerledert. Also habe ich das genietet und zack, zack. Und gerade die beiden Chaoten, ja, die doch irgendwie mal hin und her drehen und mal spielen wollen und so weiter und so fort, das macht sich wirklich richtig gut. Da kann sich nichts mehr verheddern. So. Das kannst du auch bei drei Leinen machen. Ich zeig dir das mal erstmal mit drei Leinen. Zack. Also du schnippst deine drei Leinen ein. Hast im Endeffekt nur noch eine Leine in der Hand. Und durch den Karabiner verdreht sich das nicht. Bei zwei Leinen kann es sich gar nicht verdrehen. Bei drei musst du halt dann ab und zu, wenn sie sich dann wirklich doll im Kreis gedreht haben, nochmal aushaddeln. Das ist aber kein Problem. So, zeige ich dir. Na los. So, eine Leine. So, drehen wir schon wieder um. Zeige ich dir. So, ich habe eine Leine in der Hand. Ja, es ist jetzt hier nicht mehr dieses Hin und Her und dann siehst du hier an der Beine, zack, lang gelassen, drüber gestiegen, umgedreht, fertig. So, und wieder umdrehen, drüber gestiegen, fertig. Du siehst, das ist echt eine gute Alternative. Du hast hier kein Zollen, kein Hin und Her, kein Kuddelmuddel. Du hast lediglich diese eine Leine und steigst mal ab und zu über eine Leine drüber. Aber das ist kein Problem. Besser als vorher. Ja. Du kannst dann auch ganz pfiffig sein, wenn du sagst, zack, du brauchst mal die Hände frei, weil du willst einfach mal telefonieren oder filmen. Na denn, schnapp. So, und jetzt habe ich dich hier einfach in der Hand. Du siehst, hier ist mein Gürtel, da ist Rocky, da ist Theo, das ist was auf der anderen Seite und zack. Du hast hier keine Sorgen und Nöte. Natürlich, meine Leinen sind jetzt dementsprechend wieder ein bisschen zu lang. Und hat einen Rocky da. Wenn du so durch die Stadt läufst, jetzt hier auf dem Land, ist es easy hier. Du siehst, da ist was spannend. Ich gehe einfach einen Schritt nach hinten. Boing. Also es ist ganz, ganz easy. Man hat die gut im Griff. Aber wenn du jetzt wirklich in der Stadt unterwegs bist, dann würde ich dir raten, nimm einen an Gürtel und zwei in der Hand. Oder nimm einen an Gürtel und einen an der Hand. Kommt halt darauf an, wie viele Hunde du hast. Und du siehst, man kann hier ganz entspannt laufen. Ich habe meine Kamera in der einen Hand und meine andere Hand hier habe ich in der Tasche. So, ja. Und ich brauche mich hier nicht um dieses Kuddelmuddel kümmern. Und wenn halt, wie bei Theo meinetwegen, die Leine mal so ein bisschen zwischen der Achsel hängt, tja, dann, wenn er nicht zieht, tut es ihm auch nicht weh. Das ist ganz klar. Hockey, Theo. Jawohl. So, drehen wir wieder ein bisschen um. Und du siehst, alles kein Problem, auch mit drei Hunden. Und bei dem Schmuddel, Herbstwetter, kann ich meine Hände in die Tasche packen. Und es gibt hier keine Probleme. Also das hier wirklich mit dieser Kurzleine kann ich dir wirklich empfehlen. Mach, also das hier gibt einen Kurzführer, kostet einen 10er oder so. Klipst du deine Leine an und dann hast du da eine schöne, wie eine Koppelleine sozusagen, aber an einer richtigen Stelle gekoppelt. Oftmals kannst du ja, also die Koppelleinen, die sind ja meistens so an der Stelle hier beispielsweise. Da hast du eine Koppel und dann kannst du hier nochmal eine Leine ranmachen. Aber wenn die Hunde denn nicht perfekt mit der Leinenführigkeit laufen können, dann zieht der eine Hund nur an dem anderen rum. Deswegen würde ich dir eine Koppelleine nicht empfehlen. Du siehst, hier ist wieder so ein bisschen Kuddelmuddel. Könnte man jetzt so machen. Ich mache das dann ganz gerne. Zap, machen wir mal weg. Weil Rocky ist ja der, auf dem ich... der hier eh bei mir bleibt, dann schnibbel ich mal Silver an. Zack. Mal her. Ah, ich stelle mich an. Ich habe immer nur, ich habe nur eine Hand frei. Ist ja nicht so einfach. Ach. So. Komm mal her. Ich muss dich mal kurz beiseite packen.
Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann klick die Glocke. So. Oder so. Oder so.